So, meine Lieben, ist mein Barber eigentlich gerade in Dubai? Ich habe jetzt noch einen krassen Gast morgen für einen Podcast, da muss ich nochmal hier irgendwo. Apropos Dubai, da sitzt auch der Kollege von Taipan Schmuck. Schaut euch dieses schöne Kettchen an. Ich hau den Link mal unten rein. Cynic 10 für alle Produkte. Erschwinglich, danke an alle, die schon zugeschlagen haben. Aber da geht noch was. Wir haben jetzt den 21. Wenn das Video rauskommt, vielleicht 23. Ende des Monats, Cynic 10, 10% auf alles. Ballert euer Gehalt dafür raus. So, meine Lieben, einen wunderschönen wünsche ich euch. Hier kommen wir zum Battle Fortune gegen die militante Veganerin. Aber ganz kurz vorher nochmal hier, sieht man den Flyer, haben sie clevererweise noch eingeblendet. Ich bin auf jeden Fall auch da. Also 23.3. extra freigenommen, da komme ich auf jeden Fall nach Hamburg ins Grünspan, auch eine Bob-Location. Einfach Jizzys Comeback. Der hat das letzte Mal, glaube ich, 2019 gebattelt. Also nach 2018 und 19 haben viele Pause gemacht. Nee, hat er nicht sogar das letzte Mal? Doch, 2019. Ich glaube, das Finale von diesem kleinen Alfa Royal hat er noch gemacht und danach war es das, glaube ich. Über 4 Jahre Pause. Genauso wie Mighty. Ist jetzt wieder zurück und battelt gegen Rapstar. Das kann geil werden. Ich hoffe, Rapstar verlässt sich nicht nur auf seinen anormalen Flow, sondern hat jetzt auch noch ein paar Punchlines am Start, weil sonst wird das gegen Jizzy auf jeden Fall schwer. Ich habe gehört, dass ich das auch judgen soll. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall an der Stelle, Rapstar, wenn du das hier siehst. Gib Gas auf jeden Fall, weil der Mann ist eine Punchline-Maschine und nur geil rappen und Flow reicht da nicht aus. Da müssen Lines kommen, da müssen clevere Angles kommen. Fortune gegen Davy Jones battelt auch noch. Lios gegen Valik. Roni 87 ist wieder zurück. Und Diamond gegen CSN Galactico. Ja, also da ist für Fan jeglichen Geschmacks was geboten. Holt euch auf jeden Fall Tickets. Ich bin auf jeden Fall auch da. Das wird wahrscheinlich auch voll. Also Jizzy Comeback. Ich glaube, Jizzy ist auch der. Ich sag mal so, seit 2015 oder 16, was er dabei ist, der Name, der am zweitmeisten zieht im deutschen Battle Rap. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, wie viele Leute es auf sein Comeback gewartet haben und dann da erscheinen. Ich freue mich auf jeden Fall. So, ich war auch am Start. Ich habe vor dem Battle gesagt, wer Bock auf Cringe hat, der zieht sich auf jeden Fall Fortune gegen die Veganerin rein. Weil ich ja, also, ich bin davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall ein Cringe-Fest wird, weil ich habe sie vorher mal reden hören, dachte mir so, ach du liebe Güte, wenn ihr mit der Attitude auf die Bühne geht. Und er war in meinen Augen vorher wirklich, wirklich schlecht und humorlos. Ist es nicht geworden, muss man ehrlich zugeben. Deswegen, ich stand hier so irgendwo neben der Veganer-Clique, habe mir meinen Weißwein getrunken und war gespannt auf dieses Battle. Köln, anormale Location, Full House, geile Stimmung, kranker Abend auch gewesen. Das war das erste Mal seit langem wieder Top-Tier-Takeover-Feeling oder Rapper-Mittwoch-Feeling von früher. Das erste Mal. Auf meiner Da steht er hier rechts, der Most Viewed, und raucht wieder maximal maskulin. linken Seite eine junge Dame, die das erste Mal auf unserer Bühne steht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sie taucht in der Öffentlichkeit das erste Mal bei Höhle der Löwen auf. Ist natürlich bekannt bei TikTok und Also, die machen hier richtig, kommen hier richtig mit der ganzen Posse an. Alle haben dieselben Klamotten an, haben da gut Welle gemacht auf jeden Fall. Sehr schön. Instagram durch ihre So muss es sein. Sachen, die sie dort kundtut. Sie hatte ein Battle bei Di Big Difference. Einen schönen Gruß an den lieben 47. Es ist heute ihr drittes Battle überhaupt in der Karriere. Sie ist aus Wien. Nein, das ist ihr erstes Battle, denn sie war ja vorher bei 47, wie du selber gesagt hast. angereist. Sie war mit Magda und die Also, Gier, ne? Vorgeschriebene Texte von anderen Leuten auswendig lernen und dann zu Fake Reactions performen, ist kein Battle. Aber das klären wir nochmal demnächst. im Kuchen TV etwas essen und dort ist die Diskussion losgebrochen, dass sie Bock hat zu battlen. Bitte heißt sie herzlich willkommen und bietet ihr eine Bühne, dass sie hier abreißen kann. Für euch Köln, macht Lärm für die militante Veganerin! Und sie steht einem Ich habe da jetzt erstmal keine Buhs gehört. Ist auch kein überschwänglicher Jubel, aber adäquat.
Hat mich auch gefreut. MC gegenüber, der in der damaligen Rapper-Mittwochzeit schon zwei BMCL-Battles abgeliefert hat, der bei Diltily schon ein Match hatte, der auf dem Splash schon gebattelt hat, der damals schon Video-Battles gemacht hat, der Musik macht, der am Streamen ist. Ich hab jetzt den Fortune hab ich getroffen auf Magdas Geburtstag und Cassius Clay war auch da. Und da haben die mir erstmal erzählt, wie groß der früher war. Ich hab ja in der Recherche aufs Cassius Clay Battle damals, habe ich ja mitbekommen, habe ich ja die ganzen Leute mir auch reingezogen, also komplett JBB, VBT, halt, um zu gucken, wie das da aussieht. Fortune habe ich da auch gesehen, aber ich habe anscheinend nicht im Blick gehabt, wie riesig der damals war. Also die haben mir nochmal erzählt, wie viel Hype der hatte, also aka wie viel der auch verschlafen hat natürlich. Aber der war ja wohl riesengroß damals, 14, 15, Todeshype, Millionen Views. Er ist ein sehr, sehr talentierter MC. Es ist sein erstes Battle seit 6 Jahren. Ich bin sehr gespannt, wie er die Zeit genutzt hat. Ihr solltet auf jeden Fall nochmal das Face-Off checken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich hab's mir vorhin noch nicht. Lärm für Fortune! Köln ist halt geil! Ja, ein bisschen mehr bei Fortune, aber nicht eklatant. Beide haben sich geeinigt, dass die militante Veganerin anfängt. Köln, wie im ersten Match, behaltet die Energie bei. Ihr seid eine geile Crowd. Erste Runde, seid mal jetzt alle ruhig! Was erhält man, wenn man ein Maschinengewehr mit einem Megafon paart? Raffaella Raab. Und was erhält man, wenn man eine Hausfrau mit einer Missgeburt straft? Fortunes Mom. Cynic hatte ja schon vor meinem Cringe gewarnt, aber ich fange jetzt nochmal an, ne? Schau an, heute bin ich auf deinem Spielfeld gelandet. Doch selbst hier scheint dein Grad der Bekanntheit trotz Jahren deiner Arbeit nur ein Mahnmal zu sein. Denn Fortune, dein Name steht schon sehr lang nicht mehr für VBT-Star, sondern für, verrat mir bitte, wer war das nochmal? Kein Erkennungsmerkmal, 0815 Rapper mit Größenwahn, drum glaubt er, dass er mich zerstören kann. Doch dein Titel ist verstaubter, so zauber dich mal raus. Dieses Faulty hier erlaubt sich, mich zu kritisieren, während er nur auf der Couch liegt. Denn wenn du heute rausgehst, hält man dich auf und du zückst schon den Stift. Doch die alte Dame wollte dich nicht nach Autogrammkarten, sondern höchstens nach der Uhrzeit fragen. Du... Es ist 10. Du blickst... So, also, natürlich maximal uncool, Regelbruch, peinlich, ja, keine Ahnung, also das spricht nur dafür, wie nervös Fortune vor diesem Battle ist, dass er da einfach reinlabert. Der weiß das ganz genau, dass man das nicht macht, will er die aus dem Konzept bringen, ist er einfach nur nervös, scheißt er sich ein, absoluter Untermove, da dazwischen zu labern, also... Habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, ich habe es natürlich seitdem auch nicht mehr gesehen. Unterirdisch. Du blickst auf dein Handgelenk und du erkennst, shit, deine Zeit ist längst vergangen. Jeder weiß Bescheid, du bist ein gescheiterter Mann. Heute Abend habe ich seinen letzten Hype in der Hand. In diesem Rahmen gebe ich jetzt noch ein Geheimnis bekannt. Er war für heute Abend gar nicht der geladene Mann. Eingeladen war ein anderer Veganer, doch PK so wollt nicht ran. Nicht einmal als veganer Rapper ist er die erste Wahl, nur das Ersatzprogramm. Also das ist natürlich jetzt keine Rap-Betonung, ne? Ist bei mir jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde, es ist aber, au, da ist er natürlich wieder. Cynic Merch. Meistverkaufter Merch. Im Battle Rap. Also, bis jetzt auf jeden Fall textsicher. Sind auch gute Inhalte dabei, aber natürlich, wie soll man es sagen, sehr geschwungen, betont, also nicht aggressiv, sondern mein Mann, das ist da, nein, Mann. Es ist halt nicht so Battle Rap, nicht so gewohnt für die Battle Rap Ohren, weil so ein bisschen die Aggression und ein bisschen dieses Vorwärts fehlt, aber inhaltlich geht's klar. Piqueso als veganer Rapper fand's nämlich... Piqueso. Ich weiß nicht, ob der jetzt PK heißt und die sagt PK, also der PK so, oder jemand heißt PK so.
Mich schade, dass sich Veganer in die Haare geraten. Du hingegen schaufelst dir moralisch dein eigenes Grab mit dem Feldzug, den du gegen mich startest. Einer, der in einem Haus mit Wänden aus Glas sitzt, denn du als Veganer hast selbst so wenig... Fortune ist auch Veganer. Deswegen fand ich die Ansetzung auch voll komisch. Veganer wegen Veganer ist ja so, also... Die hätten dir, also... Weiß ich nicht. Für die Tiere bewegt, dass auf deiner Wikipedia-Page immer noch er ist Vegetarier steht. Ja, und das Thema des Battles ist jetzt auch gar nicht meins. Weil, wie man weiß, beschäftige ich mich null mit Ernährung. Bin leidenschaftlicher Fleischesser, ernähre mich immer noch wie ein 14-Jähriger, dem die Eltern 100 Euro in die Hand gedrückt haben und sich 2 Wochen verpisst haben und gesagt haben, hier, kauf, was du willst. Also so sehen meine Einkäufe immer noch aus. Bis auf die Sachen, die ich für meine Tochter hole. Und ab und zu muss ich vor der mal in so einen Brokkoli beißen und so tun, als ob es schmeckt. Oder Mais. Nee, Mais mache ich nicht. Aber vegan, vegetarisch ist so, ich finde das Thema sehr, sehr uninteressant. Ich habe mich auch in ein Interview mit der militanten Veganerin gesetzt, habe mir das alles angehört, habe natürlich auch wenig Gegenargumente gehabt, weil mein Wissen da gar nicht ausreicht und mein Interesse auch nicht. Habe da auch gesagt, ich werde mir mal überlegen, vielleicht mal der aber wie gesagt, ich habe da auch im Interview gesagt, am Abend, an diesem Abend, wo ich mich mit ihr getroffen habe, war ja Weihnachten. Am selben Abend gab es noch Raclette. Deswegen, und jetzt wird auch alles wieder in Fleisch getunkt. Oder Fleisch wird in alles getunkt. Ja, ist nicht so mein Thema. Deswegen dieses, aber da steht, der ist Vegetarier. Wow. Und weil ihn sein Versagen so quält, geht er sich heimlich einschließen im Keller seiner Mom, mit Dartpfeilen einschießen auf einen Rahmen, darin ein Bild von mir mit rotem Punkt auf der Nase. Und als ihm die Voodoo-Puppe mit meinen Topfhaaren versagte, schrieb Fortune den Track. Er sagt selber Topfhaare. Geil, ja. Frisur ist natürlich ein absolut, keine Ahnung, was da passiert ist. Prinzessin Fantagiro. Ritter der Zeit. Wer den Film noch kennt, Ritter der Zeit. So ein französischer Film. Ein Ritter hat davon diese Frisur. Ich habe, also, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber die ist schon drahtig, ne? Die ist richtig, richtig drahtig. Ich weiß nicht, ob die Sport macht, sportlich ist, drahtig ist. Und jetzt beim, ich werde mir also mit Ansage, ich werde mir das ganze Battle nicht angucken, weil das viel zu lang ist und vom Thema her viel zu uninteressant, vielleicht so 3-4 Runden maximal. Aber ich war auf dem Geburtstag auch und da hat mir eine Person, eine von den Gästen hat mir halt, meinte halt nochmal, ja, militante Veganerin, pipapo, ist so, ja. Ich saß da ja mit der, meinte so, warum hast du die eigentlich nicht auf ihr Onlyfans angesprochen? Und ich so, ja, ich habe da nichts gesehen. Und dann haben die mir, da hat mir jemand ein Video von ihr gezeigt, wie die komplett die Stirn und das Gesicht, die komplette Visage voll gegisst bekommt. Also die wird einmal wirklich, die wird einmal tapeziert und liegt da so unter einem Pimmel und ist voll am Freuen. Und ich dachte mir dann so, hätte ich das gewusst, hätte ich mir von der gar nichts angehört. Und dann ist mir aber eingefallen, es gibt ja so, ich benutze diese Begriffe nicht, aber ich glaube, das könnte, ist das dann Whataboutism? Ist das Whataboutism, wenn man, wenn die sagt, du bist ein Tiermörder und ich dann aber sage, hör mal zu, du lässt dich bei OnlyFans weiß anstreichen, du kannst mir gar nichts erzählen. Ist das dann so, die will mich auf ein Thema festnageln und ich sage dann so, aber was ist mit dem Thema? Aber wäre es dann, gibt es auch richtigen Whataboutism, also dass es so zurecht ist? Weil ich finde, wenn, also meine Meinung, ich habe das gesehen, dachte mir so, bah, also erstmal wirklich bah, weil, wie gesagt, erstens bin ich eh nicht ein Fan von dieser Art, also von dieser, also I'm not a fan if it's that graphic, aber Pornos sind natürlich super, aber so, ich bin also mehr so auf Stories und nicht so auf dieses, und dieses Jahr ist auch kein Topmodel, deswegen war es so ein bisschen, ne? Und dann sitzt die vor mir und erzählt mir was über wie schlecht es ist, Fleisch zu essen, was ich auch verstehe und nachvollziehen kann. Und kommt dann mit, warum erzählst du das deiner Tochter nicht, du lügst deine Tochter an. Und ist das jetzt Whataboutism, wenn ich mir denke, warte mal ganz kurz, also du bist öffentlich, also jeder kann, wenn er Bock hat,
sehen, wie du angesprüht wirst. Ich finde, das ist eigentlich, ich finde, das ist ein schlechteres Vorbild. Ich finde das ein bisschen schlimmer als, als tote Tiere zu essen. Vorbildmäßig jetzt für Frauen, für kleine Mädels. Wäre das Whataboutism und wäre das vielleicht gerechtfertigter oder ungerechtfertigter Whataboutism? Das ist jetzt meine Frage. Gegen mich, weil ihn der Neid immer noch plagte. Lange Zeit hört man von dir nichts, doch zack sie da, auf einmal hin. Ich weiß auch nicht, ob das ein Widerspruch ist. Ist das ein Widerspruch? Du stellst dich hin und machst Moralapostel bei einem Thema. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, Adolf hat ja damals gesagt, ne, tu die alle weg, die Juden, tu die alle weg, die Juden. Dann wäre so ein Schwarz-Weiß-Video rausgekommen, wo Hitler sich einfach von zwei Soldaten übelst durchnehmen lässt von hinten, ne, und so anschnappt. Das hat ja eigentlich miteinander nichts zu tun. Aber hätte man dann trotzdem noch auf der, also wäre man dem weiterhin so bedingungslos gefolgt? Hier werden auf höchstem Niveau richtig philosophische Fragen geklärt. Hochgezogen an. Gestellt. Meinen Klicks, doch bitte, wie fühlt sich's an? Irgendwas sage ich da zum Gier. Was sage ich da zu Gier? Gegen mich, weil ihn der Neid immer noch plagte. Lange Zeit hört man von dir nix, doch zack sie da, auf einmal ein Hit. Hochgezogen an meinen Klicks, doch bitte, wie fühlt sich's an? Dein einzig erfolgreicher Track. Entweder sage ich dem, da sind ein paar Leute, die reinrufen. Oder ich sag dem, das ist aber stabil, was die macht. Seit Jahren, die militante Veganerin trägt meinen Namen. Weil ihn der Neid immer noch plagte. Lange Zeit hört man von dir nix, doch zack sie da, auf einmal ein Hit, hochgezogen an meinen Klicks. Doch bitch, wie fühlt sich's an? Dein einzig erfolgreicher Track seit Jahren, die militante Veganerin trägt meinen Namen. Picasso hat ihn mit dir rausgebracht. Zweites Geheimnis des Abends. Picasso war der Track im Nachhinein peinlich und bat Mario, ihn von den Streamingdiensten zu streichen. Doch dieser wollte lieber Klicks und Reichweite durch meine Polarisierungskraft, weil er außer zu lästern selbst nichts zu bieten hat. Gefällt dir das, dass du die Meute gegen mich aufgetrieben hast? Bist du stolz drauf und glaubst, dass du mir die Laune damit niedermachst? Mein Einsatz zielt darauf ab, dass eine Kuh, die aus der Kammer rausgeht, wieder lacht. Währenddessen sitzt du wichsend auf der Couch, schaust meine Videos an mit Niedertracht. Was regt die sich so auf? So wird das nie etwas. Einer muss es ja tun, ja, aber scheinbar nicht du, du fauler Sack. Ja, witzig was. Erst beschwerst du dich über meine Klicks und dass ich Money nur durchs Tierleid schaffe. Jetzt ziehst du dich entlang, bereicherst dich etwa mit deinen Hoodie-Verkäufen, behauptest, ich mache es nur damit meine Gelder sich häufen, also fürs Geld auf der Bank, also kriege ich wenigstens ein paar Prozente daran. An dieser Unterstellung bist du im Face-Off ja eh schon gescheitert. Ich habe dich elend zerstört. Mein Business-Dasein hat ihn ja ach so empört. Dabei sagte ich mit meinen letzten Worten, lebt vegan und er nur, kauft meinen Merch. Ja, in der Schlussmessage war er der, der seine, wo ist sie überhaupt, Marke bewarb. Während ich die Menschen da draußen um Frieden bat, aber red dir ruhig ein, ich sei die von uns beiden, die unedle Motive hat. Apropos unedle Motive, was hast du so in dein Lied gepackt? Milli, 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 Militante. Schöner Ohrwurm, doch worum ging es da? Raffaela steht wieder mit ein paar Trotteln auf der Straße. Trotteln, Mario, Trotteln? Willst du uns eigentlich verarschen? Solche als Trotteln zu bezeichnen, die sich gegen Gewalt an Tieren vereinigen? Trotteln? Solche als Trotteln zu bezeichnen, die die Schwächsten auf diesem Planeten verteidigen? Dieser Trottel kann nichts weiter außer plump beleidigen. Unterstellt, wie ich mit Menschen rede, dass ich auf Attention stehe, dass ich in Geldern bade. Raffaela, die sind nicht wegen, sondern trotz dir vegan. Ah ja, beweis mir den Scheiß, den du Rotz hier so laberst. Doch ich weiß, du bist wissenschaftsfeindlich, unterstellst evidenzbefreite sich der Gerechtigkeit für Tieren schade. Ihr könnt mich alle mal, denn war das Thema in der deutschen Sprache jemals so präsent? Gibt es ein Kind, das nicht Rosalinde kennt? Und überhaupt, was tust du? Und überhaupt, was tust du, dass Leute Tierrechte achten? Ich bin dir weit voraus, denn was hast du je gebracht? Selbst wenn ich heute Nacht nur auf diese Bühne kack, habe ich damit mehr als du jemals dafür gemacht. Tu Veganer One Cup!
Und zum Abschluss von Mario noch ein feiges Zitat. Ich bin kein Aktivist, ich bin Musiker. Heute beweist du, dass du in beidem versagst. Hm. Time. Kann es sein, dass ich zu Gier gesagt habe, krank wie textsicher? Also da waren richtige Unterbrechungen drin, lange und genug Störfaktoren. Krank wie selbstsicher, also krank wie textsicher und selbstsicher, die das performt hat. Maschine im Auswendiglernen auf jeden Fall. Kein bisschen nervös gewirkt. Das Einzige, was dem hinderlich war, dass die da richtig abreißt, ist halt so, es waren zu wenig Punchlines dabei. Und wenn sie da waren, wurden die halt zu seicht betont. Also dieser Singsang ist halt für Battle Rap nicht so geeignet. Deswegen, aber es war viel, viel, viel besser als erwartet. Das, also für jemanden, der das erste Mal auf der Bühne stand und dem da, den die Leute kennen und jetzt nicht wohlgesonnen sind und die eher so, was macht die hier? Das war ja die Grundstimmung, das wird bestimmt schlecht, inklusive mir, hat die das, also Maximum stabil abgeliefert. Psch, erste Runde. Fortune. Ja, war ganz witzig. Wer hat das geschrieben? Warst du das? Oder? Ich wollte mal... Also sie sagt, sie hat es geschrieben, ja. ...sagen, ich habe mir vorher hier das Battle angesehen in Frankfurt von Cynic gegen Goyner. Es war ja nicht so dolle, ne? Also lag auch ein bisschen an der Crowd, aber wir sind ja nicht in Frankfurt, sondern in Köln. Wir machen das heute anders, oder? Was sagt ihr Köln? Habt ihr Bock? Okay. Nutte! Time! War Spaß! Also das Time, nicht das Nutte. Willkommen zu dem Battle von dem Gemüse-Goebbels gegen Fortune. Oder auch, wie verwirrt man eine Crowd? Der eine versucht sich das vierte Mal in einem Live-Match zu beweisen, die andere bewirbt ihren OnlyFans-Account. Doch nicht nur dein OnlyFans-Content, Raffaela, auch dieses Battle ist umstritten. Doch im Prinzip ist dieses Battle wieder ein OnlyFans-Content. Für Geld lässt du dich ficken. Ah nee, um die Tiere geht's ja, um die Tiere. Ehrlich, die Tuse zu dissen ist für mich ein inneres Blumenpflücken. Sorry, ich meine natürlich ein inneres Hurenficken. Doch ich hab Mitleid mit ihr, ich will sie hier auf nichts reduzieren, nur da müsst ihr mich schon verstehen, nach der OnlyFans-Recherche ist es wirklich eine Abwechslung, ihr Gesicht mal ohne die ganze Wichse zu sehen. Ach, pappalapapp. Kann ich jetzt auch nur, ich weiß gar nicht, live habe ich geschmunzelt, jetzt muss ich natürlich mehr lachen, weil ich habe jetzt ein direktes Bild im Kopf. Und somit puncht das bei mir natürlich jetzt noch mehr. Erst, ich glaube, du hast da noch was. Ach warte, ich mach's hier mal ab. Weiße Pampe auf einer Haut wie Leder? Wie nennt man das? Klimakleber? Der OnlyFans-Kanal. Also, man merkt schon jetzt, Fortune hat auf jeden Fall 6 Jahre nicht am Start, hat an seiner Delivery geschraubt, am Timing geschraubt, am Humor. Also jetzt hat er verstanden, wie man A Cappella-Battle macht, zumindest auf der Bühne. Vom Timing her, vom Humor her, Pausen lassen. Genau, und rappen kann er ja sowieso, deswegen, und startet hier ganz ruhig mit ein paar Patsch, mit ein paar Jabs rein. Kanal von der wilden Veganerin, ja, das muss man sich mal vorstellen. Für neuen Content für ihren Kanal lud sie sich 10 Männer ein, war ein nicer Gangbang geplant. Sie kniend in der Mitte, 10 Schwänze um sie herum, bis jeder auf ihr kam, das Gesicht voller Wichse und sie fragt, lebt ihr schon vegan? Scheiße. Raffaela. Wie geil die auch darüber lacht. Ich weiß nicht, ob das Szenario jetzt, ob das stimmt. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber ey, jeder soll ja auch sein Geld so verdienen, wie er möchte. Mit Ausnahme meiner Tochter natürlich. Boah, meine Tochter war so süß gestern im Bett. Die ist jetzt 4 geworden von einer Woche oder so. Oder vor ein paar Wochen. Und meinte so, Papa, ich will Pilotin werden. Und dann will ich Lehrerin werden. Und Sängerin auch. Und Tänzerin auch. Und bei Tänzerin war direkt so, aber keine Stange. Aber richtig, richtig schön, das mal so zu hören. Das wird sich natürlich noch 28.000 Mal ändern. Aber allein, dass der kleine Mensch sich darüber schon Gedanken macht, ist so voll schön. Ich komme jetzt nur darauf, weil ich natürlich
alles dafür tun werde, meine Tochter so zu erziehen, dass die sowas nie im Leben macht, dass die niemals ein Groupie wird von irgendjemandem, dass die niemals mit mehreren Männern nach Hause geht und dass die in allererster Linie, also es gibt ja viele Horrorszenarien, aber das ist auf jeden Fall eins davon. Filmen lassen dabei. Paella, das geht doch nicht klar. Wie kann man so oft Würstchen im Mund haben und sagen, man lebe vegan? Guck mal, mein Gesichtsausdruck. Klar, wie kann man so oft Würstchen im Mund haben und sagen, man lebe vegan? Also das ist eigentlich, du wirst bezahlt und lässt dich dafür ficken, genauso wie hier, dieser Vergleich ist schon lame. Ne, er kommt extra hier, das ist genau wie das Battle, weil er kam hier hin, um gefickt zu werden für Geld. Das ist so, boah, das gab schon so oft und ist so schlecht. Das ist ein Freestyle-Line. Im Geschriebenen geht das gar nicht. Aber das ist für mich ein Punktabzug. Du battlest die militante Veganerin und kommst dann ernsthaft mit dem so viele Würstchen, wie du im Mund hast. Wie kann man da, also das ist wirklich, das ist, das gibt einen Punktabzug. Also es gibt Humorabzug, Punktabzug, boah. Ich weiß, es geht dir nicht um Punkte, aber das ist einfach nur für mich, weil das ist, boah, Alter, das ist so schlecht. Hierbei Top dir zu verlieren, schmeckt dir ungefähr so viel, wie als lutschst du an einem ungewaschenen Bimbam. Was bedeutet, wenn du hier beim Rappen zackst, dann ist da gar nichts schlimm dran. Doch nicht falsch verstehen, echt Props dafür, du machst deinen Onlyfans echt dope. Aber warum machst du es dann nicht wie Shindy und bist auch wenigstens gebotoxed wie eine Ho? Prostituierte, jetzt die Rap-Comedy-Schiene. Doch ehrlich, dass du Pornos drehst und Battles, finde ich sick. Denn erst fick ich dich und dann fick ich dich. Ich box deinen Kasper-Körper durch den Raum, kack dir auf deine Brust und wenn ich den letzten Endes dein Gesicht voll wichse, dann als ob ich auf diese verkümmerten, mickrigen Titten spritze. Also nachdem ich dein Gesicht voll wichse, schicke ich dich nackig raus in den Händen ein Plakat, auf dem steht, gefickt für Rosalinde. Rosalinde, hab ich in meinem Leben noch nie gehört, den Namen. Ich weiß nicht, ob das Vor- und Nachnamen ist oder ob das einfach nur ein Vorname ist. Es hat ja auch mal, jemand hat mal kommentiert, der Cynic tut immer so einen auf, dass der voll viel Sachen nicht weiß, damit Leute dann kommentieren. Ja, genau so ist es. Habe ich voll viel von. Weil ich verdiene durch eure Kommentare übelst Geld. Außen nackt rumstehen und Leute anschreien, hast du nichts Besseres zu tun? Warum machst du es nicht wie die Klimaaktivisten und klebst dich fest an deiner Kuh? Doch nicht nur auf der Straße, auch im Stream ist sie nur am Rumschreien. Die sitzt da, völlig außer Atem, redet sich in Rage, beantwortet hunderte Fragen, kommt nicht runter von ihrem Trip und bleibt sitzen, trotz Druck auf der Blase. Der von Discord live zugeschaltete Zuschauer ist komplett verdutzt von der Lage. Raffaella hat ihre halbe Lebensgeschichte erzählt und ist gerade dabei zu erwähnen, wie schwer es ist, so eine Mutter zu haben. Ja, das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Was? Was runtergeladen? Ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Forza? Wollen wir eben eine Runde starten? Raffaella, jetzt mal im Ernst, was machst du eigentlich hier? Also jetzt mal im Ernst, was machst du eigentlich hier? Hip-Hop mit eingeschlossen möchte ich nicht, dass diese Frettchenfresse das Gesicht sein soll, das Veganismus symbolisiert. Weil du nichts anderes bist als eine Businessfrau, die diesen Lifestyle für sich instrumentalisiert. Und außerdem, Raffaella, hör auf, einem ständig ins Wort zu fallen und eine verfickte Gegenfrage zu stellen, wenn man mit dir diskutiert. Du dumme Hure! Ich weiß nicht. Das zieht immer wieder, wenn so ein Assi einfach eine Frau beleidigt. Ich weiß nicht, was in einem falsch ist, dass man da immer wieder lachen muss. Es ist ja nicht, es ist nicht lustig, es ist nicht gut, es ist nicht kreativ. Vielleicht einfach nur, weil es absurd ist. Also weil es so drüber ist. Weil man es eigentlich nicht macht. Wenn man mit dir redet, lass einen doch einfach mal aussprechen. Also ich kenne ja eine links, rechts, aber ich glaube, du hast eine kleine Dumm-Schlau-Schwäche. Raffaella, beruhig dich. Bleib doch einfach mal cool, ne? Raffaella, Contenance, immer mit der Hure. Schon Konfuzius sagte damals, man wächst mit seinen Aufgaben. Nein. Das müsstest du ja wohl drauf haben. Aber können wir fragen uns hier alle, ne, woran hat es gelegen, ne? Denn am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? Wie ist es dazu gekommen, dass Raffaella jetzt so tickt, wie sie tickt? Welcher enorme Bosskock hat der ollen Pornofotze ins Hirn gefickt? Und ja, können wir, es geht, feiern mal ein bisschen.
hat der euren Pornofotze ins Hirn gefickt. Und deswegen, meine lieben Freunde, habe ich eine kleine Biografie, auf das ihr bemerket bei ihr sogleich die Ironie. Raffaela Raab, geboren 1994 in Wien. Schon in jungen Jahren hatte diese... 96, hat sie gerade gesagt. Da muss man aber vernünftig recherchieren, Alter. 96, das heißt, die ist ja noch voll jung. Also, ich bin alt, scheiße. Die ist 27, ne? Ja. Diese Dame eine besondere Verbindung zu Kühen und Ziegen. Denn sie hatte sie gerne. Und zwar zum Fressen gerne, meine Damen und Herren. Ja, denn sie hat den Konsum von Tieren früher geliebt, wurde fürstlich bedient mit Hühnchen am Spieß, Chicken paniert und frittiert, gerne auch Sülz und Aspik. Sie liebte Weihnachtsbraten, wenn sie kein Kalbfleisch aßen, da gab es Schweinsrouladen, Hauptsache würziges Beef. Ja, aber es ist ja wie bei Animus. Der war ja früher auch ein ekelhafter, Frauen abschätzig behandelnder, sehender, saufender, zockender, wie sagen die Gläubigen? Gottloser? Weiß nicht, Haiwa, ich weiß es nicht. Ne? Fehlgeleiteter Typ und heute ist er glaubwürdiger praktizierender Moslem. Und so ist es bei ihr auch, ein ganz normaler Werdegang. Sie wollte feinste Ware auf jeder Speisekarte, suchte sie Fleischsalate, jeder fragte, was hat die für Appetit? An Kindergeburtstagen stopfte sie sich die Taschen mit Beefies voll, sodass am Ende für die anderen nur noch das Grünzeug verblieb und weil man diejenige, die sich heimlich am meisten an der Maika Mini wie die Würstchenkette bedient. Und sie will ja nichts sagen, denn ihr müsst wissen, mit Ausländern, mit denen hat sie es nicht so. Aber auch sie musste zugeben, Yusuf macht die beste Sucuk, bei Murat gibt's geiles Gulasch und auch der Döner um die Ecke vom Türken Gürkan, der obendrauf immer noch diese scharfe, geile Gewürz macht, war mies. Was ich damit sagen will, Köln. Raphael. Wer kennt es nicht? Das ist so Paradebeispiel für einen Zweckreim auf jeden Fall. Wer kennt es nicht? Das Gulasch von Murat. Aber man muss ja sagen, also Fortune kann ja krass rappen, ne? Also er kann ja gut rappen. Deswegen, der zeigt auch in der Runde, zeigt er auch, der kann normal Pausen lassen, Timing, paar Witze erzählen. Ein paar sind jetzt wirklich auf Grundschulniveau und so Konfuzius sagt und so Sprichwörter um. Aber der kann wirklich gut rappen. Ela, üb gern Kritik, aber sei mal verständnisvoller gegenüber anderen, die nicht deiner Meinung sind, führe hier keinen Krieg. Denn abgesehen von OnlyFans, wo man in deinen Videos sieht, dass du von denen hier anscheinend nie genug kriegst, hast auch du früher Würstchen geliebt. Boah. Also bringt der den überhaupt? Was schon ganz, ganz schlimm ist. Und ich schäme mich auch dafür, dass der Kollege in meinem Merch da das noch belächelt. Und da bringt er den noch ein zweites Mal am Ende der Runde als Highlight-Punchline. Fortune. Mann, ey, du bist so viel besser als früher. Du battlest ja bei gegen Davy Jones. Genau, da bin ich ja sogar da. Fortune gegen Davy Jones in Hamburg. Ziehe ich mir ja sogar live rein. Also, Davy Jones, wahrscheinlich wird es ja auch auf die Hautfarbe natürlich auch gehen. Wie es ja auch sein sollte. Also bei jedem Battle-Rapper muss natürlich das Offensichtlichste auch einmal dran glauben. Aber auf dem Level bitte nicht mehr. Okay. Wann kam der Switch? Hab ich ja gerade geklatscht. Ist voller gegenüber anderen, die nicht deiner Meinung sind, führe hier keinen Krieg. Denn abgesehen von OnlyFans, wo man in deinen Videos sieht, dass du von denen hier anscheinend nie genug kriegst, hast auch du früher Würstchen geliebt. Lach ich da? Okay. Wann kam der... Oder klatsche ich da für die Performance oder was? Wahrscheinlich. Also ich kann unmöglich diese Line bequatschen, weil das ist ja... Also das habe ich ja auch der Raffaela gesagt und ihm auch noch gesagt. Würstchen, den geht gar nicht. Wahrscheinlich war es die Performance. Und nicht die Line. Also ich klatsche für die Performance, aber lache ich da auch? Also finde ich das auch lustig? Gut gemacht. Eigentlich hätte ich da nicht klatschen dürfen. Und mir ist schon klar, ich könnte es auch rausschneiden jetzt, ne, weil ich mir selber widerspreche. Zum Großteil, aber natürlich nicht. Warum sollte ich? Das macht ja die Glaubwürdigkeit aus. Genauso wie es auch kein Problem für mich gewesen wäre zu sagen, krass, Alter. Ich habe im Gebäude gar nicht gemerkt, wie gut Niles gerappt hat. Eigentlich würde ich es doch an Kato geben. Wo wäre das Problem gewesen? Es gäbe keins. Okay. Wann kam der Switch?
Wann kam der Switch zum Vegan-Sein? Das habe ich erst nicht begriffen, doch las dann ein paar Geschichten und vermehrte mein Wissen. Schon früh war für Raffaela klar, irgendwann macht sie Business. Doch was ihr fehlte, war ein Plan und das richtige Image. Die Teilnahme bei der österreichischen Version von Höhle der Löwen brachte nicht genug Kröten und das ersehnte Vermögen. Mehr war vonnöten, denn keiner in ihrem Umkreis spuckte höhere Töne. Also schmiedete sie ihren Plan für die nächsten Jahre, welcher darauf hinauslief, sich am Schluss zu entblößen. Denn ihr war klar, wie sie in den Jahren zuvor erfahren musste, ist das einzig weiblich an ihrem knabenhaften Erscheinungsbild ihre vertrocknete Möse. Digga, da ekelt man sich vor der schäbigen Bitch. Hätte dein behinderter Vater seinen Samen damals bei deiner Mama bloß in die Kehle gespritzt. Ey, so geht das doch nicht. Wirklich, Raffaela, die Recherche bei dir auf OnlyFans hat mich echt mega zerfickt. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Pornos gesehen und dabei so wenig gewichst. Und Raffaela, mir egal, wie deine nächste Runde aussieht, aber mir ist alles recht, solange du dich nicht ausziehst. Time, du Hure. Ja, muss natürlich nochmal sein. Er hat auch, ich glaube, sie hat 6 Minuten, er hat 7 Minuten. Wie gesagt, wer die Fortune Battles von früher kennt, krasse Steigerung auf jeden Fall. Vorher war es richtig schlimm, also im Team Battle richtig schlimm. Unterirdisch, also ein bisschen was von diesem Kindergartenhumor ist noch übrig geblieben, aber langsam, schnell, vom Timing her, es waren genug gute Leute, also die erste Runde geht natürlich klar in Fortune, auch wenn zu Recht viele Frauen wahrscheinlich sagen, der hat doch nur die ganze Zeit Fäkalien, Fäkalsprache benutzt und so auf unterstes Niveau, aber das gehört zum Battle Rap dazu. Die Top-Tier Takeover Crowd ist für sowas auf jeden Fall auch anfällig und genau, ich war auf jeden Fall überrascht davon, wie gut Fortune da ist, gemessen an dem, was ich vorher von ihm kannte. Also klares 1-0. Zweite Runde, militante Veganerin. Also wir haben natürlich davor geredet, was der Mario für Angriffsflächen nehmen könnte bei mir. Und dann hieß es so, wird er so eine Würstchenline und Onlyfans bringen? Und er hat's halt ernsthaft gemacht. Wie peinlich für einen Battle-Rapper, aber gut. Reimt sich nicht. Ja. Und damit willkommen zu Runde 2. Meine erste hat ja schon richtig gefickt. Doch komm jetzt, blinzel kurz nicht. Ich film für TikTok einen Clip, wie ich dich live on stage hier zerrip, wie ein von Mördern gefangener, zappelnder Fisch nach Luft schnappende Bitch. Der Clip geht auf TikTok viral, danach leider gesperrt, weil wie ich dich ausnehme, war einfach pervers egal. Ich lad's auf OnlyFans hoch und mach Money damit. Im Titel vom Clip, Soyboy wird von seiner Mami gefickt. Soyboy? Also Soy, Soja. Weil du. Ist das ein Gähnen oder ist das ein What? Crazy? What? Wird von seiner Mami gefickt. Das hier. Oder ist das ein Wow? Weil du rassistisch bist, und zwar zu den Tieren. Er nennt sich Veganer, doch ist selbst noch am Diskriminieren. Denn Speziesismus heißt, und vielleicht kannst du es heute einfach kapieren, manche Tiere zu streicheln und andere in Stücke zu schneiden. Ein Veganer wird diese Denkweise verneinen, doch er cosplayt bloß in veganer Verkleidung, denn Friede und Freiheit für ihn leere Worte. Er kauft lieber Leichenteile, er ist ein Mörder. Hallo, ich bin Mario, ein Tierfreund. Na klar, naja, außer wenn ich gerade für Schlachthäuser bezahle, weil Raffaela, die sagt, Katzenfutter gibt's jetzt auch schon vegan, doch ich schreie nur Chemie, weil ich in Logik versage und die Kühe und Hühner sind mir doch egal. Ich meine, Raffaela, das kann ja nicht natürlich sein, sprich, du lappen mir hier nicht von Natürlichkeit, denn willst du Dosenfutter als natürlich bezeichnen. Junge, wie natürlich... Das ist halt thematisch, also ich höre mir das ungern an. Ich habe mir das in einem Interview von ihr schon reingezogen und das jetzt auch, war da schon langweilig, im Interview ging es, weil es halt face-to-face war, war interessant. Ja, Mario, das ist die Natur. Ja, wie... Lines mit Schwammbezug, versteckt sich unter einem Stein und er will sich vergraben. Dabei ist er nicht Patrick, denn da ist kein Star drin. Und wenn wir jetzt schon wieder beim Thema sind und du dich weder mit Ethik noch mit Reimen auskennst, sag ich nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Er hat seinen Hype nicht verpennt. Er saß mit Bier auf der Bank und schaute sich besoffen alle meine Videos an. Ich fange für Tierrechte bei Anonymous an. Er geht zu den anonymen Alkoholikern.
und sagt zu Magda dann, das ist erst mein drittes Bier des Tages und dass er noch nie nüchtern in einem Interview war, denn wenn man ihn jetzt zu seinem Leben befragt, dann weiß er, dass er nichts zu erzählen dann hat. Wie ernüchternd das wirkt. 10 Jahre Battle Rap, doch ohne mich stündest du heute nicht hier. Also trink noch ein Bier, ich weiß, du willst dich berauschen. Dein Life ist so traurig mit dir, will nicht einmal ein Nutztier tauschen. Time. Ja, das ist halt, also ist ein wahrscheinlich unter Veganern ein krasser Vergleich. Dein Leben ist so traurig, mit dir will nicht mal ein Nutztier tauschen. Aber du stehst ja vor einer Horde Neandertaler, die wahrscheinlich gerne Fleisch essen. Der Bildungsgrad ist nicht hoch, mich mit eingeschlossen. Und also, ich glaube, er feiert, also ich weiß nicht, ob der das jetzt so feiert, wie sie das sagt. Oder ob der hier wirklich noch ein halbes Hähnchen drin hat. Deswegen. Also Applaus von mir natürlich trotzdem für Textsicherheit, Performance. Also die war halt echt stabil und selbstsicher auf der Bühne. Das ist krass. Lasst uns später über das Battle diskutieren, okay? Zweite Runde, let's go. War ganz schön lang. Köln. War nicht lang. War kürzer als deiner auf jeden Fall. Kam dir lang vor, wahrscheinlich mir auch, aber... Vor circa 2 Monaten meldete sich Raffaela bei mir. Ob wir nicht mal telefonieren. Ich war zuerst irritiert. Sucht die neue Drehpartner oder was will die von mir? Doch im Gespräch erklärte sie mir dann schnell ihren Plan. Wie wär's, wenn wir die dritte Runde gemeinsam machen? Mit einer Message an die Crowd, so nach dem Motto, leb doch vegan. Ich finde das, also natürlich ist das ein unterirdischer Move. Das hat ja also bei Cassius Clay gegen Timeless war das ja schon... Wow. Frech und schlecht und also grausam. Aber ich finde den Vorschlag von ihr eigentlich erstens nicht verwunderlich und zweitens auch gar nicht schlimm, weil das ist ja eh kein ernstes Ding. Also die militante Veganerin will keine richtige Battle-Rapperin sein. Die stehen da beide unter diesem veganen Ding. Sie kommt, ihre Battle-Rap-Schule ist Big Difference. Ja, finde ich den Vorschlag voll legitim. Also ich finde es 18 mal so schlimm, dass ein Cassius Clay und ein Timeless sich darauf einigen, dritte Runde auf dem Beat zu machen und zu verkacken. Also natürlich nicht beide, aber das, also da war ich auch sauer, weil ich halt Battle Rap so lieb habe, dass es unterirdisch im A Cappella Battle. Aber da hätte ich es gar nicht schlimm gefunden, weil das eh kein ernstes Battle ist auch. Also ich finde, damit kann man sie gar nicht, doch, ich hätte sie auch damit gefrontet, wenn es eine gute Punchline gebracht hätte, aber an sich... Als Judge oder als jemand, der das jetzt so bewertet, eigentlich ist es gar nicht schlimm, dass sie das vorschlägt. Raffaela, wir sind hier in einem Battle. Wo liegt da der Fehler? Ich bin nicht Chrom und du bist nicht Fesers. Ja, nicht so viele auf dem Schirm. Vor 3-4 Jahren haben halt Chrom und Fesers das, wie ich es bezeichnet habe, 30. Finale aller Zeiten gemacht. War ein riesen Shitstorm, haben die dadurch bekommen. Ich habe mich auch schon entschuldigt, weil das ans Nervenkostüm des einen oder anderen gegangen ist. Habe es auch runtergenommen, das Video. Genau, haben aber wahrscheinlich gar nicht so viele auf dem Schirm da. Deswegen auch die Reaktion. Köln, ich kenne einen aus Österreich. Der hat auch lieber in Deutschland gechillt. Der hatte mal rumgebrüllt. Ist leider ziemlich erfolgreich gewesen. Irgendwann dann nicht mehr, sonst würden sich hier ein paar Arme heben. Ein Österreicher, der den Deutschen seine Meinung aufdrücken will und dabei alle anschreit. Das kenne ich doch irgendwoher. Raffaela, vielleicht ist es Zufall, doch ich frage mich schon lange, sag mal, bist du mit einem gewissen Adolf verwandt? Sehr drastischer Vergleich, ich weiß, doch wir sind in einem Match und ich wollte mal schauen, wie die Kost, die du anderen verabreichst, dir selber schmeckt. Denn auf einer Bühne hier im Battle ist vieles übertrieben und oft nicht so gemeint, aber du machst es als Privatperson, wenn du Massentötungen von Tieren mit dem Holocaust vergleichst. Hat sie bei mir im Interview ja auch gemacht. Wie empathielos kann man sein? Doch klar, schockierend war dein Plan. Und nur eine Frage nebenbei, wie schmeckt der Schwanz von Feroz Khan? Denn sag mir, wie passt das... Sieh so, gut. Ich habe keine Ahnung, wer Feroz Khan ist. Zusammen, Raffaela, ich verstehe das kein bisschen. Du setzt dich für Antidiskriminierung ein, aber lässt dich von einem AfD-Wähler ficken? Also, jedem da... Ja, okay, das ist... Aus der Nummer kommst du nicht raus. Ja. Das ist so Nagel in den Sack. Und sie ist nur so, ja.
Ui. Das seine. Ich finde das ja echt etwas eklig, aber by the way, ich habe gehört, Attila Hildmann hat auch einen recht leckeren Penis. Also Feroz Khan ist jemand, der mit der AfD sympathisiert, so höre ich das raus. Veganismus propagieren, aber dann hängen mit den Rechten. Du forderst Verständnis für die Tiere, doch hast keinen Respekt vor Menschen. Du bist eine Transphobe, empathielose, bipolare AfD-Wähler-Fickerin mit Psychose, die beim Rumschreien mehr Feuchtigkeit verteilt als eine Sprühdose. Brüllst du rum, versprühst du Vibes wie bei Familien im Brennpunkt. Du hast teilweise so abstruse Theorien. Ich glaube, deine Lieblingsstellung ist die Vorstellung. Köln, Aktivismus finde ich nice, aber nicht um jeden Preis. Denn für wen steht dieses Flittchen in der City rum und schreit? Anonymous Voiceless. Ihr wisst nicht, wen ich mein, doch ich erkläre euch deren Business. Die sind für Veganismus, Anonymous. Doch der Rest ist nicht so wichtig. Denn bist du rechts von der Gesinnung? Hey, willkommen im Verein. Ja, die lassen auch Rassisten rein. Vegan, aber rechtsoffen. Das brauchst du nicht zu leugnen, das kann man googeln, du Drecksfotze. Hätte er sich sparen können, die Drecksfotze, aber ist natürlich, das ist starker Tobak. Wo zum Fick liegt da der Sinn? Ich sag's doch, die hat teilweise so abstruse Theorien. Oh, mein Cock ist die am Spinn. Habt ihr schon mal was von Wild Animal Suffering gehört? Wie wir alle wissen, hat das Eingreifen von Menschen in die Natur weitreichende Konsequenzen. Delfine zum Beispiel, die enden als Beifang in Netzen. Es gibt so viele Tiere, die aufgrund unserer Maschinerie auf grausame Weise verenden. Und genau da kann ich es verstehen, sich gegen dieses Leid einzusetzen. Raffaele allerdings versteht darunter noch etwas anderes. Damit ihr versteht, was ich meine, erkläre ich es euch gleich besser. Denn für Raffaele sind nicht alle Tiere gleich. Nee, die unterscheidet zwischen Pflanzen- und Fleischfresser. Raffaela ist der Meinung, auch der Löwe in der Wildnis sollte nicht die Gazelle fressen, sondern lieber mal einen Pfirsich. Nee, kein Spaß. Köln, kein Spaß, das glaubt die Alte wirklich. Erst letztens wurde ich im Dschungel fast von einer wilden Großkatze angegriffen, dann hat die aber doch nur kurz vor meinem Apfel abgebissen. Karnivore Tiere in der Wildnis vegan ernähren. Ja, nee, ist klar. Und jetzt sag mir nicht... Das wusste ich gar nicht. Aber das ist wirklich absurd. Das würden Studien belegen. Ich kann die Studien auch zeigen. Dann finde ich irgendwo Studien über die Studien, die in ihren Studien das Gegenteil beweisen. Ja, also es gibt auf jeden Fall keine Quellen, auf die man sich zu 100% verlassen kann. Sage ich jetzt als jemand, der das Internet wirklich rauf und runter recherchiert hat. Gibt ja immer Thesen gegen Thesen. Hast du nicht gesehen? Der eine sagt, die haben angefangen, der andere sagt, die haben angefangen. Und zu beweisen ist einfach nichts. Evidenzbefreite Falschaussage. Halt doch einfach mal das Maul. Du redest um... Er spricht da sehr simpel vielen Leuten aus der Seele. Evidenz... Ist halt auch nicht ihr Publikum. Also umso bemerkenswerter, dass sie dann halt da trotzdem so performt. Befreite Falschaussage. Halt doch einfach mal das Maul. Du redest immer von Rassismus bei Tieren, dabei unterscheidest du doch auch. Für Raffaela gilt es, Pflanzenfresser vor Karnivoren zu schützen und hat laut eigener Aussage auch nichts gegen das Töten von Spinnen oder Erschlagen von Mücken. Das macht Sinn. Doch Raffaela kann das mit den Mücken gut erklären, denn wenn sie angegriffen wird, dann würde sie sich natürlich wehren. Verständlich. Wer kennt das nicht, wenn da so eine 2 Meter große Mücke nachts durch mein Fenster fliegt und mein Leben bedroht? Dann gibt's erstmal einen Kampf und zwar auf Leben und Tod. Das ist gut. Aber ich kann sie ganz gut verstehen. Hätte ich jetzt die Wahl, ein überdimensional großes Glas über sie zu stülpen und sie dann hier rauszutragen, ja, dann würde ich ja auch lieber auf die Schnauze schlagen. Heißt das nach deiner Theorie, wenn ich mich angegriffen fühle von dir, alten Möse, weil du mich wieder anbrüllst, dann darf ich dich töten? Raffaela, Natur ist Natur, Tier ist Tier. Erheb dich nicht über andere, du widerliche Schabracke. Lass die karnivoren Tiere in Frieden, du Tiernazi. Was diskriminierst du meine Katze? Wir halten Tiere in Massen, spielen Gott und da verstehe ich die Wut in deinem Bauch. Aber nimmst du dem wilden Tier sein Fleisch, dann machst du das doch auch. Du verwendest Worte wie Ethik und Moral, vom Mensch erfundene Begriffe und projizierst diese auf die Natur. Wie stumpf und dumm ist das denn bitte? Und wie es bei dir mit Ethik, Moral und Verständnis für deine Mitmenschen beschaffen ist, das merkt man ja schnell, wenn man sieht, wie du zu deiner eigenen Mama bist. Die sagt öffentlich im Internet, ey, meiner Mama schulde ich gar nichts. Und ihr fragt euch, was ist der Grund? Hat sie die früher mal geschlagen? Vergewaltigung? Enterbung? Nee, die hat viel Schlimmeres getan. Obwohl die gute Raffaela 1000-mal gefragt hat, lebst du schon? Nee, die lebt doch nicht vegan. Raffaela, ich kann echt nicht verstehen, wie behindert du bist. Zitat Raffaela. Es tut weh zu sehen, wenn der eigenen Mutter Tierprodukte wichtiger sind als ihr Kind.
Also, diese Aussage macht mich ziemlich perplex. Entscheiden müsste sie sich nicht, hättest du ihr kein Ultimatum gesetzt. Was im Umkehrschluss heißt, nicht sie, sondern du hast dich gegen sie entschieden. Und das wiederum heißt nicht ihr, sondern dir ist die Ernährung wichtiger als die Familie. Mhm. Flawless, clever, in your face. Bams, Junge. Dass die Crowd dich unangenehm findet, das kann ich echt gut verstehen. Ich meine, statt dir hätten die Leute hier heute lieber Native gesehen. Du bist rhetorisch begabt, doch im Gespräche führen bist du fort zu beschissen. Deine ganze Art zu diskutieren besteht aus Whataboutism. Wenn jemand vor dir einen Hund anzündet, würdest du dann was machen? Wenn du Rassismus abschaffen könntest, würdest du es tun? Ja, natürlich, du Fotze. Wer würde das nicht? Nur, dass das nichts mit dem Thema zu tun hat, über was man gerade mit dir spricht. Du kannst nicht diskutieren. Du stellst nur Gegenfragen mit abstrusen Vergleichen und fällst einem ständig ins Wort. Raffaela, diskutieren heißt nicht, sich zu streiten. Du bist die Parodie einer Rapperin. Und siehst passend zu den Feiertagen ein bisschen aus wie der Grinch. Leute, wenn ihr die auf der Straße beim Aktivismus seht, lauft da nicht hin. Leute, wenn die euch anlabert, geht besser nicht drauf ein. Und wenn sie fragt, lebst du schon vegan? Fragt einfach, ja, rappst denn du schon geil? Time, du Hure. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also das reicht mir auf jeden Fall, weil es geht noch viel, viel länger. Nochmal Viertelstunde, zwei Runden von den beiden. Nicht wegen der Qualität, aber wegen dem Thema halte ich nicht aus. Ich habe aber gesagt, ich mache eine Reaction drauf, deswegen hier ist er auf jeden Fall. Ich meine, da steht ja schon 2-0 für Fortune. Ja, der hat das Battle natürlich auch gewonnen, aber Todesprops erstmal, also Todesprops an beide, an die Veganerin, dass sie das so professionell, eiskalt und gut durchgezogen hat. Das erste Mal vor so einer Rowdy Neandertal-Crowd, die nur am Feiern sind, wo sie mit ihrem Thema eigentlich gar nicht reinpasst, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch von Fortune und seinem Reingelaber und Rumgehampel. Hut ab für diese Leistung auf jeden Fall. Und Maximum Props an Fortune für diese Todessteigerung. Also wenn der da jetzt noch diesen Kinderhumor rauslässt und ein paar ganz stumpfe Dinger. Also man hat ja gesehen, wozu der theoretisch in der Lage ist. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann wird's für Davy Jones auf jeden Fall schwer, den zu schlagen. In Hamburg, ich glaube, Fortune ist auch Hamburger sogar. Ich sehe es ja dann live, ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Ja, klare Kiste an Fortune, aber beide haben sich auf jeden Fall maximal stabil verkauft. Deswegen, wer das ganze Ding sehen will, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch die dritte Runde nochmal auf dem Top-Tier-Kanal an. Checkt auf jeden Fall das Event in Hamburg. Ich hau den Link nochmal unten rein, den Ticket-Link für Hamburg. Ich bin auf jeden Fall auch selber da. Das heißt, wer sich denkt, Jizzy, ja, das ist ganz geil. Rapstar auch cool. CS in Galactico, Leos, Davy Jones. Aber mit dem Most Viewed Mann Bier an der Theke trinken, der so volkesnah ist, dafür fahre ich nach Hamburg. Oder dafür komme ich zum Event. Also, ich freue mich auf euch. Haut da rein, meine Lieben.